Es war alles falsch. Zum Rainer Bonhoff habe ich jahrelang Doppelpass geübt. Das hat nie funktioniert. Ausgerechnet in diesem Augenblick funktioniert es. Dann, wenn man genau hinschaut, springt der Ball sehr, sehr unglücklich auf und ich treffe ihn gar nicht richtig. Wenn ich ihn schulmäßig treffe, wird es ein harmloser Roller werden und es gibt kein Tor. Wir haben eine echte Diskussion. Ich fordere fast den Widerspruch, damit die Spieler sich intensiv mit den taktischen Problemen beschäftigen. Dadurch sind sie auch auf dem Spielfeld in der Lage, vor unerwarteten Situationen richtig zu handeln. Ich möchte keine Mannschaft aus Robotern, keine Mannschaft, die in ein Schema hineingepresst ist, sondern ich möchte Spieler, die frei schalten und handeln können. Er hat mir in der Mannschaftssitzung, also das war 3 Stunden vor Beginn des Spiels, hat er mir gesagt, dass ich nicht spielen werde. Dann habe ich gesagt, das finde ich sehr mutig und wollte mich verabschieden. Und da es ja sowieso mein letztes Spiel war, wollte ich meine Koffer packen und nach Hause gehen. Und dann sind einige Spieler gekommen, unter ihnen Berti Vogts, und die haben gesagt, uns verbindet so viel, du hast 10 Jahre mit uns jetzt gespielt, du hast die Verpflichtung, dich auf die Bank zu setzen, vielleicht kannst du uns irgendwann helfen. Da habe ich gesagt, das sehe ich ein, das mache ich auch. Und dann wollte der Weißwalder mich in der Halbzeit einwechseln und habe ich gesagt, nein, nein, das mache ich nicht. Es war ein Spiel, was besser nicht gespielt werden konnte, von beiden Seiten. Es war unglaublich gut. Sodass ich also der Mannschaft nach der Halbzeit überhaupt nicht hätte helfen können. Und dann, nach Ende des Spiels, das Unentschieden endete, habe ich mich selbst eingewechselt und bin dann am Weißweiler vorbeigelaufen und habe gesagt, ich spiele denn jetzt.